Hallo und willkommen zu meinem neuen Karl Wallner Piping Video. Heute geht es darum, wie man die Kilt-Uniform anlegt. Das ganz traditionelle Outfit hat ja so viele Einzelteile, von den Schuhen bis zu den Sockenhaltern und drauf zum Glengarry und so weiter. Gibt es ja wirklich sehr viele Accessoires, Zubehör und andere Sachen rund um die eigentliche Uniform. Und wie man das anlegt, wie das funktioniert, wie das aussieht, zeige ich euch heute in diesem Art Tutorial Video. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und hoffe auch, ihr könnt mich gut hören, denn ich habe heute kein Mikrofon hier irgendwo befestigt, da ich mich ja gleich umziehen werde. Und somit hoffe ich, ihr könnt mich trotzdem hören. Aber das Wichtigste ist ja, dass ihr seht, wie das alles angelegt wird. Okay, ich beginne eigentlich immer mit dem Hemd und der Krawatte und lege dann den Kilt an und dann kommen die Socken, Sockenhalter und Schuhe. Und wie das aussieht, jetzt geht's nämlich sofort los. Viel Spaß! Okay, hallo. Ich habe mich entschieden, dass ich so ein kleines Voice-Over mache. Meine Stimme also über das Video legen, währenddessen ich mein eigenes Video ansehe, damit es nicht so still ist oder damit was gesagt wird. Musik ist ja im Hintergrund, also still ist es ja nicht wirklich. Aber so kann ich dann kommentieren, was eigentlich passiert. Und ihr seid besser informiert als ohne meine Kommentare. Ja, also hier ganz einfach mal lege ich mein Hemd an. Hemd eben ist immer Geschmackssache, welches man da trägt, was passt. Wenn man Stil hat, ist das natürlich von Vorteil. Das sind die Hemden, die wir auch in unserer Piped Band, dugesagtband.at, Band, neue Internetseite, Website haben wir, die wir eben auch in unserer Band tragen. Gehört also zur Banduniform auch diese Krawatte, natürlich wie alles andere. Und den Krawattenknopf, den hatte ich hier schon vorgefertigt, habe ich also hier nicht neu gebunden. Dann kommt der Kragen schön über die Krawatte. Hier zeige ich den Kilt von beiden Seiten. So, jetzt Hose aus und Kiltschnallen werden hier geöffnet. Ja, dauert etwas, wie man sehen kann. Hier sind drei Kiltschnallen, an der einen Seite zwei, auf der anderen Seite eine Kiltschnalle. Wie man sieht, lege ich hier trotzdem vorher den Kilt an. Ich denke, ich habe vorher erwähnt, dass ich normalerweise zuerst Schuhe anziehe, die Socken und alles unten und dann erst den Kilt drüber, aber da das doof aussieht, wenn ich hier halbnackt ganze Zeit an den Schuhen und Socken rumfummle, habe ich mir gedacht, in diesem Fall ziehe ich mal den Kilt zuerst an. Und hier sieht man auch ganz schön die zwei Schnallen auf der rechten Seite. Unten am Kilt sieht man dann die Kiltnadel. Das ist bei uns ein Schwert. Natürlich haben wir hier auch alle dieselbe Kiltnadel. Kilt sitzt sehr hohe, das zeige ich hier auch an, muss so sein. Weit über der Hüfte, nur so ist es traditionell. Diese ganzen Skater-Kilts, die haben eigentlich null Stil, die was so runterhängen oder so weit unten sitzen an der Hüfte oder unter der Hüfte, das ist eigentlich nichts. Also ein Kilt muss hoch sitzen und wie ihr seht, passt er wie angegossen, hält ohne Gürtel auch. Perfekt. Kann man nie verlieren. Jetzt kommen allerdings die Socken. Es gibt verschiedene Kilt-Socken. Diese sind Piper- oder Pipe-Band-Socken. Die sind oben noch etwas länger und die werden zweimal umgestülpt oben. Da gibt es also auch Unterschiede in Pipe-Bands. Oder du sagst, Spieler generell tragen meistens diese. Man sieht hier das erste Mal, bis zur Linie werden die umgestülpt. Ja, hier war noch der Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet natürlich und vielleicht auch den Kanal abonnieren würdet. Dann verpasst ihr keine neuen Videos. Ist kostenlos und macht mir eine kleine Freude. Hier kommt der linke Strumpf. Farbe haben wir hier Anthrazit bei unserer Banduniform, bei den Socken. Gehen sehr weit rauf, damit man sie eben zweimal umstülpen kann. Ich schaue immer, dass alles hier sehr glatt und gerade sitzt. Hier zeige ich dann die erste Linie an. Hier wird es bis zu dieser Linie einmal umgestülpt. Sieht man dann, wenn man selber die Socken anlegt, genauer. Ich habe sie noch kein zweites Mal umgestülpt, weil darunter
nach dem ersten Mal umstülpen die Flashes, die sogenannten Sockenhalter, kommen. Das sieht man hier schön. Die werden nicht exakt seitlich befestigt, sondern die sollten in etwa so 11 Uhr und 13 Uhr sein, beziehungsweise 10 Uhr, 14 Uhr so in etwa, also nicht wirklich so 9 Uhr, 15 Uhr, nicht ganz auf der Seite. Hier zeige ich das auch nochmal an. Sie schauen leicht nach vorne. Ungefähr so, wie man laut Fahrschule die Hände am Lenkrad haben soll. Hat man auch nicht exakt rechts und exakt links das Lenkrad in der Hand eigentlich. Habe ich mir gemerkt von damals. So, hier habe ich also dann das zweite Mal die Kiltstrümpfe umgestülpt, dann über die Sockenhalter drüber, dass sozusagen die Sockenhalter, die Flashes nur mehr so unten rausschauen. So gehört sich das. Hier haben wir die Schuhe, die Gillibrogs genannt, mit diesen langen Schuhbändern. Schnürsenkel sagt man ja bei euch in Deutschland, wenn auch Freunde aus Deutschland zusehen. Das ist eine Variante, wie man die Schuhe bindet. Dreimal vorne überkreuzen. Es gibt viele wichtige Varianten. So, dreimal vorne, dann straff ziehen, eine gerade Linie. Hinten treffen sie sich einmal und dann wiederum vorne für einen Knopf. Den Knopf zieht man dann allerdings auf die Seite, beim rechten Bein rechts, beim linken Bein links, und macht dann die Masche seitlich. Das hat Stil und so tragen wir das dann auch alle einheitlich in unserer Pipe. Wie gesagt, hier gibt es auch viele verschiedene Methoden und Arten, wie man die Schuhe binden kann. Dasselbe mit dem linken Schuh. Schön straff anziehen die Schuhbänder. Hier zeige ich es wieder an. Dreimal vorne überkreuzen. Eins, zwei, drei. Vorne stramm ziehen. Nach hinten, da treffen sie sich wiederum nach vorne, den Knopf einleiten. Und dann beim linken Bein, wie gesagt, links den Knopf zur Seite ziehen. Links zuziehen, links die Masche. Und hier sieht man auch schön die Flashes, wie sie leicht nach vorne neigen, die Sockenhalter, die unter der zweiten Umstülpung sozusagen rausragen. So, Kilt sitzt schön. Hier kommt die Kilttasche der Sporran. Hier haben wir eine schöne keltische Sporran-Kette. Da gibt es auch verschiedene, die Kette, mit der man die Tasche befestigt. Da haben wir auch etwas Edleres ausgesucht. Ja, Blink-Blink-Style sozusagen. Vielleicht wundert ihr euch, warum die Krawatte so kurz ist, aber man sieht es dann später unter der Weste und dem Westcoat sowieso nicht. Ist vielleicht etwas zu kurz, aber später dann eigentlich egal. So, eine Handfläche habe ich, glaube ich, angezeigt. Sollte ungefähr oder etwas mehr diese Kilttasche unter dem oberen Ende des Kilts sein. Jetzt kommt eben diese Weste. Hier tragen wir einheitlich in der Band auch die Farbe Anthrazit wie bei den Socken. Und Tweed-Stoff mit diesen schönen Hirschimitatsknöpfen. Ja, später sage ich am Schluss von diesem Video, denke ich, auch noch was. Ich mache den letzten Knopf immer zu, aus, passt der Schluss, da gibt es mir keine Diskussion. Manche lassen ihn offen, dann ist das eben so. Glengarry, die Kopfbedeckung ist bei meinen Haaren immer etwas schwierig, muss dann immer meine Haare vertuschen. Wenn ich aber dann mal die Haare drinnen habe, merkt man gar nicht, dass meine Haare so lang sind und ja, ich sehe eigentlich schön gepflegt aus. So. Achtet bitte darauf, dass die Kopfbedeckung, das Glengarry, nicht so wie ein Kochtopf sitzt. Ich glaube, das erwähne ich auch nochmal am Schluss. Nicht so weit runterziehen, sondern schön oben, weit über den Ohren. Seht ihr, dann hat das Stil wie so eine, ja, ich sage da immer dazu, Art Haifischflosse. Skin Du, das Messer, Sockenmesser, Strumpfmesser, kommt rechts in den Strumpf. Traditionellerweise ein Überbleibsel von damals. Genau. So, jetzt kommt dann noch die Jacke. Jacket. Das ist natürlich im Tweedstoff Anthrazit mit diesen Hirschimitatsknöpfen. Argyle ist der Stil. Das ist wie die Armabschlüsse und der Schnitt gefertigt ist. Das nennt man hier Argyle. Es gibt auch Bremer zum Beispiel oder Bonnie Prince Charlie Waistcoats und Jackets. Wir haben Argyle. Stil, den haben eigentlich 100% der Pipelines. Schön geschnitten, sitzt eigentlich relativ gut. Von hinten nochmal hier die Ansicht. Unser Austrian Piping Society Kilt, sehr, sehr schön. Das Licht ist hier nicht optimal, es ist etwas finster, ich bin nicht perfekt ausgeleuchtet. Nochmal alles richten und fertig.
Ja, ich hoffe, das Tutorial, wenn man es so nennen möchte, hat euch gefallen. Es ist jedenfalls eine Anleitung, wenn ihr das erste Mal die Kilt-Uniform anziehen möchtet, wie es genau funktioniert. Ein paar Tipps gibt es noch oben drauf. Zur Kopfbedeckung, das Glengarry, setzt es nicht so weit runter, als wäre das irgend so ein Kochtopf, den man am Kopf trägt, oder wie eine Haube. Das sieht ziemlich doof aus und es soll Stil haben. Also es ist eher nach vorne verschoben und man sieht eher so aus, als wäre man so, hätte man so eine Haifischflosse auf dem Kopf. Und das hat auf alle Fälle Stil. Und ich bin nicht ein Verfechter dieses Trends, dass man das Glengarry schief aufsetzt. Es sollte schön gerade sein, damit es einen symmetrischen Look ergibt. Das ist meine Meinung dazu. Ansonsten sollte natürlich, wie ihr vielleicht auch beim Anziehen gesehen habt, mindestens eine Handfläche Platz haben vom Kiltende oben bis zum Sporran, bis zur Kilttasche, damit die hier auch schön angenehm sitzt. Kein Gürtel wird getragen, wenn man eine Weste anhat. Hätte man nur ein Hemd an und eine Jacke, ein Jacket oder nur ein Hemd ohne Jacket, dann kann man auch mit einer Gürtelschnalle, einer großen silbernen, den Gürtel tragen. Aber bei einer Weste, bei einem Waistcoat wird traditionell kein Gürtel getragen. Zum untersten Knopf, den mache ich immer zu, falls euch das aufgefallen ist. Und da gibt es bei mir auch gar keine Diskussion. Unten die Sockenhalter, die kommen ungefähr auf 1 Uhr und 11 Uhr, nicht exakt zeitlich. Schaut auch, dass gleich viel raus sieht auf beiden Seiten, dass die Länge passt, die Position passt. Dasselbe gilt auch für die Socken. Viele laufen immer mit verschiedenen hohen Socken herum. Sieht etwas schlampig aus. Man kann das alles mit ein wenig Arbeit schön verfeinern. Und wie gesagt, es hat dann Stil und sieht smart aus. Zu der Variante, wie ich die Schuhe gebunden habe, da gibt es sehr viele verschiedene Varianten. Das ist meine Variante, so mache ich es. Ihr könnt das gerne kopieren, selbst anwenden. Aber ihr habt es vielleicht schon gesehen, andere binden die Schuhe anders. Aber das ist eben, wie gesagt, meine Variante. Hier kommt dann auch noch der Kiltpin auf den Kilt als optischer Blickfang. Und traditionell nämlich das Kiltmesser Skiandu rechts im Socken drinnen. Die Dudelsackspieler haben den Dudelsack auf der linken Seite und liegt stützend auf der Schulter. Wenn man sich damals verteidigen musste, konnte man hier den Dolch oder den Skiandu, das Strumpfmesser, ziehen und sich im Krieg als Dudelsackspieler verteidigen. Somit noch ein kleines traditionelles Überbleibsel. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dieser Sporran, das ist eben eine Kilttasche. Hier kann man alles verstauen, was sonst in den Taschen wäre. Denn der Kilt hat keine Taschen. Hier kann man etwas wie Handy, Flachmann und etc. ihr wisst Bescheid, verstauen und reingeben. Ich denke, das war es soweit. Ich hoffe auch, ich habe nichts vergessen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir diese Fragen in die Kommentare. Kontaktiert mich. Ihr könnt diese Uniform, exakt diese und auch andere, bei mir kaufen und erstehen auch im Dudelsack-Shop. Wenn ihr Interesse habt, nehmt Kontakt mit mir auf. Auch maßgefertigt oder von der Stange gibt es hier Maße und Größen. Aber wie erwähnt, nehmt einfach mit mir Kontakt auf. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend oder wann auch immer ihr dieses Video anseht. Danke fürs Zusehen. Abonniert den Kanal, es kommen hier laufend interessante und neue Videos, damit ihr auch keines verpasst. Also abonniert diesen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.